Auf illegalem Wege geht's nicht rein zu Elektrolück. Auf dem ganz normalen aber schon, und die nehme ich mir auch, um heute mehr über Sicherheitstechnik zu erfahren. Schließlich ist der zertifizierte Fachbetrieb unter anderem Partner des LKA. Jetzt sehen wir hier diesen Bewegungsmelder. Das bedeutet, der Raum hier wird geschützt, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das Haus von außen zu schützen. Wo liegt da der Unterschied? Das eine ist die sogenannte Außenhautüberwachung. Bei der Außenhautüberwachung werden alle Fenster und Türen auf Durchbruch und Verschluss überwacht. Das heißt, oder der Vorteil dabei ist, der Kunde kann sich im Haus aufhalten und die Alarmanlage einschalten. Und bei der sogenannten fallenmäßigen Überwachung, so wie wir das hier sehen mit dem Bewegungsmelder, wird nur der Raum überwacht. Die Folge, der Täter ist bereits im Gebäude und löst dann erst Alarm aus. Bei der Außenhautüberwachung wäre das schon, wenn er es sich am Fenster zu schaffen macht. Das heißt, er ist noch außerhalb des Objektes. Und bei dieser Objekt- oder Fallenüberwachung schnappt die Falle dann im wörtlichen Sinne zu? Ja, und alarmiert dann entsprechend intern, extern oder per Telefonbellgerät zum Bewachungsunternehmen, je nachdem. Auch hier für Einbrecher keine Chance. Dank der in den Fenstern integrierten Alarmspinnen sind die Gläser sicher. Reißt das Glas, reißen auch die Alarmspinnen und es wird Alarm gemeldet. Hier haben wir das Gebäude ja visualisiert. Das bedeutet, wir sehen, im Moment ist alles geschlossen. Das ist ja auch wichtig, damit so eine Alarmsicherung funktioniert. Würde ich denn jetzt sofort sehen, wenn ein Fenster auf oder zugeht? Ja, natürlich würden Sie das sehen. Wir können das mal demonstrieren anhand dieses Fensters. Herr Denk, öffnen Sie bitte mal das Fenster. Auch das funktioniert, ebenso wie die Videoüberwachung. Okay. Ich sehe, wir haben hier diese Videoüberwachung. Das bedeutet, Sie sind in der Lage, das Haus von außen schon ziemlich gut abzuschirmen. Geht es so weit, dass Sie mich überall finden würden, wenn ich mich ums Haus rumschleiche? Überall natürlich nicht. Wir sind schon etwas eingeschränkt. Wir haben uns auf die wichtigsten Zonen eingeschränkt. Lassen wir es auf den Versuch drauf ankommen. Okay. Ich gehe mal ums Haus rum und Sie schauen, ob Sie mich finden. Okay. Okay, die Wette gilt. Machen wir. Auch wenn man sich noch so sicher wähnt, die Kameras haben einen ständig im Blick. Außerdem sind sie zoom- und schwenkbar. Und man kann die Aufzeichnungen jederzeit online, auch von unterwegs aus, anschauen. Die Wette geht an Georg Wittmann und Elektrolück. Und schon bald werden wir wieder viel Neues von den Elektrofachleuten aus Amberg erfahren.